Alles dicht vor der Baustelle hier. Theoretisch haben wir eine Stunde Luft. Bloß wenn wir jetzt ewig hier im Stau stehen und das ungefähr 10 Kilometer sind, dann kann einem ganz schön die Zeit nach hinten weglaufen. Da muss man ruhig bei bleiben und es so nehmen, wie es ist. Es gab schon mal Momente in Staus, zum Beispiel im Winter, wenn wir in der Vollsperrung gestanden haben. Ich habe das eine Mal 16 Stunden auf der A9 in der Vollsperrung gestanden. Und neben mir waren PKWs. Und dann musste der Vater schon immer das Auto ausmachen, weil sie keinen Sprit mehr im Tank hatten. Und im Endeffekt hatte ich nachher 5 Kinder bei mir hinten im Bett unter der Decke und die Standheizung lief. Und die Mutter durfte auch noch mit rein und der Vater war sich wohl zu stolz dazu. Der ist dann frierend im Auto geblieben. Das war der Vorteil an dem LKW. Ich hatte Fernsehen hier, die konnten Fernsehen gucken, lagen unter der Decke, konnten sich wärmen. Für die war das ein Erlebnis.